think many people who have been watching the watching American policy. Ich denke, dass viele Menschen, die die amerikanische Politik gegenüber dem Nahen Osten seit Jahren beobachten, verzweifelt sind, weil wir es nicht richtig gemacht haben. Wir haben erfolglose Kriege in Afghanistan geführt und erfolglose und sehr blutige Kriege im Jemen unterstützt, ganz zu schweigen von anderen Teilen der Welt. Ich denke daher, dass dies oft von einem amerikanischen ideologischen Ansatz angetrieben wurde. Oder zumindest einem nominell ideologischen Ansatz, wo wir sagen, dass wir auf der Seite von Demokratie und Menschenrechten kämpfen gegen alle jene Staaten, die diese Werte anscheinend nicht achten. Obwohl ich sehr dafür bin, Sie sicher auch, und ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen und die meisten Staatschefs im Prinzip Demokratie und Menschenrechte in irgendeiner Form befürworten würden. Doch ich fürchte, dass die Vereinigten Staaten tatsächlich diese Konzepte als Waffe gegen Staaten eingesetzt haben, die wir nicht mögen. Wie Russland, wie China, wie Iran, wie Kuba. Die Liste der Staaten, mit denen wir nicht reden wollen, lässt sich fortsetzen. Aber wir schenken unseren Freunden und Verbündeten auch nie oder nur selten Demokratie und Menschenrechte. Wir lassen sie gewähren, wie Saudi-Arabien oder andere Staaten, in denen es nicht den geringsten Anschein von Demokratie gibt. Der sehr heuchlerische Ansatz der amerikanischen Politik hat sie meiner Meinung nach geschwächt und sie zudem auf eine ideologische Ebene gestellt, die China überwinden konnte, indem es sagte, wir haben keine Ideologie. Ironischerweise handelt es sich hier um einen ehemaligen oder sogar technisch gesehen immer noch kommunistischen Staat, der aber behauptet, er habe keine ideologischen Ziele in der Welt, außer eine stabilere Welt und wirtschaftliche Vorteile für alle zu entwickeln, was auch China zugutekommt. Das war eine erfolgreiche Formel für China und ich denke, das wird sich mit der Zeit noch verstärken. Aber wir Amerikaner bleiben unterdessen bei einem quasi militärischen Ansatz, der Diplomatie ausschließt, zugunsten härterer militärischer und wirtschaftlicher Sanktionen mit harter Hand. Die Vereinigten Staaten sind in vielerlei Hinsicht zum militärischen Instrument geworden, einfach weil wir mit Abstand das größte Militär der Welt haben. Unser Militärbudget ist größer als das der nächsten 8 Länder der Welt zusammengenommen. Wenn man also ein so großes Militär hat, das hat Madeleine Albright einmal gefragt, warum sollen wir es dann denn nicht nutzen? Ich denke, wenn es um echte Gefahr geht, können wir es und müssen es vielleicht auch einsetzen. Aber meistens würde man es lieber ruhen lassen und auf diplomatischem Wege vorgehen. Aber wir haben zugelassen, dass unsere Diplomatie als Instrument der amerikanischen Politik verkümmert. Und damit haben wir China, das ständig darüber redet und Diplomatie zielgerichtet einsetzt, eine große Öffnung gelassen. Es war und ist für die Vereinigten Staaten sehr schwer, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass sie zwar die einzige Supermacht der Welt sind, das ist in rein militärischer Hinsicht richtig, aber nicht mehr in wirtschaftlicher oder anderer Hinsicht. Es ist sehr schwer für die USA, das aufzugeben, diesen Stolz, diese Position in der Welt einzunehmen, dass wir überall auf der Welt das Sagen haben, dass uns niemand sonst in dieser Hinsicht wirklich blockieren kann. Das wird ein schmerzhafter Niedergang sein, wenn Sie so wollen, wenn wir das allmählich aufgeben. Aber ich glaube nicht, dass es nur darum geht, ob wir als Vereinigte Staaten uns entscheiden, das aufzugeben, sondern dass sich die Realität in der Welt verschiebt. China ist jetzt die größte Industriemacht der Welt. Das ist etwas ganz Neues für die Vereinigten Staaten, dem sie sich stellen müssen. Andere Länder entwickeln sich wirtschaftlich. Wir alle kennen die BRICS-Staaten im globalen Süden, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Andere Länder wollen dieser neuen Organisation beitreten. Die Türkei möchte das, Saudi-Arabien, der Iran möchte das. Sie stehen Schlange. Das entzieht Washington wirklich viel wirtschaftliche Macht.
Es wirkt sich vor allem auf unsere Fähigkeit aus, andere Länder zu sanktionieren. Diese Sanktionen werden immer weniger wirksam sein, wenn man mal von Krieg einmal absieht. Ich denke also, dass diese Realität Washington letztendlich zwingen wird, zu erkennen, dass diese Welt nicht mehr dieselbe ist, in der wir einst zu leben glaubten. Und wir werden unsere Autorität an vielen, vielen Orten widerwillig aufgeben und uns einer geschickteren Diplomatie zuwenden müssen als nur einer Militär- oder Sanktionspolitik. Aber das wird kommen, aber das wird sehr schmerzlich sein. Wir sind wie ein gealterter Boxer, der zurück in den Ring steigen will, um zu zeigen, dass wir immer noch die Nummer eins sind. Aber es wird immer schwieriger.